Was ich viel gefährlicher finde, ist, dass Medien ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, also die Aufpasser zu sein. Sie fügen sich einfach diesen Top-Down-Narrativen, getragen von den Eliten. Bestes Beispiel, Fridays for Future, Black Lives Matter, die ganze Wokeness-Geschichte. Wenn man sich mal anguckt, wer fundet das? Das sind keine organischen Bewegungen, die wo Menschen auf die Straße gehen und sagen, ja, wir fühlen uns jetzt hier eingeschränkt, und sowas wie die afroamerikanische Bürgerrechtsbewegung, ja, das war eine Bewegung, die gegen das System gerichtet war. Jetzt haben wir plötzlich eine Moralisierung und jeder muss sich diese Bewegung anschließen. Und jeder, der ausschert und jeder, der Themen aufwirft, die da nicht hineinpassen, der gehört dann eben zu unserer Runde. Ja, und dann passiert das, was man sich wünscht. Die Bürger schließen sich eigenständig ohne irgendeinen fragwürdigen Investor im Hintergrund zusammen zu Friedensdemos, und die werden dann auch gleich geframed. Das ist wirklich gefährlich. Ja, alle nur noch rechts. Ja. Während beim Verstand Abstand genommen werden muss, um etwas zu erfassen und zu begreifen, ist es bei der Emotionalität ja nicht so, dass ich die jetzt ablehne. Das ist was Wunderbares. Das ist eine Herzgeschichte, Emotionalität, und wir sind soziale Wesen. Wir brauchen die Nähe, das nutzt man ja auch aus. Und man hat es bei Corona, wollte das Thema eigentlich überhaupt nicht ansprechen, aber es ist so schlecht. Man hat es auf die Spitze getrieben. Bei Corona hat man es auf die Spitze getrieben. Man hat die Leute eingesperrt, das muss man sich mal vorstellen. Man hat mit Solidaritätssprüchen die Leute vereinzelt. Man hat sie wirklich physisch voneinander getrennt. Man hat ihnen gesagt, ihr dürft euch nicht berühren. Nähe ist schlecht, macht krank, ist gefährlich. Also bei Corona ist das regelrecht pervertiert, dieser Gedanke, Menschen voneinander zu trennen. Also der Spaltungsgedanke in Perfektion. Das ist bei Corona passiert. Das ist wirklich gelebte Spaltung, ja. Ja. Ist deswegen auch der Ostdeutsche grundsätzlich kritischer, weil er das kennt, weil er mehr Gespür dafür hat, wenn plötzlich der Staat übergriffiger wird? Ja, das ist ganz bestimmt so. Aber es gibt aus meiner Sicht keine einfachen Parallelen zur ehemaligen DDR, weil in der DDR war es ganz klar der Staatsapparat, der das alles gemacht hat, also die Leute unterdrückt hat. Er hat mit der Staatssicherheit den ganzen Apparat zur Kontrolle und Überwachung und so weiter geschaffen. Heute sind die Strukturen aber anders. Ja? Heute braucht man die Staatssicherheit nicht mehr, weil es gibt politisch eingerichtete Denunziationsportale, und die Leute werden aufgefordert, ihre Nachbarn, ihre Freunde, die Leute von der Straße zu denunzieren. Und es wird ja sogar gesagt, es ist nicht wichtig, dass die straffällig geworden sind, sondern wir wollen dann auch Informationen über das, was nicht strafbewehrt ist. Und wenn man sich dann noch genauer hinsieht, soll dieses Material dann benutzt werden, um das Strafrecht auszudehnen auf Dinge, die jetzt noch nicht strafrechtlich verfolgbar sind, aber offensichtlich stören oder nicht gewollt sind. Ja? Also eine unabhängige Meinung ist ja sowieso nicht gewollt. Also das ist insofern auch für die jungen Leute viel perfider und schwerer zu durchschauen. In der DDR wusste man, was die Stasi ist, und man wusste, wie man sich zu verhalten hat gegenüber der Stasi. Aber solche anonymen Denunziationsportale, wo man gar nicht mehr weiß, wer der Tippgeber ist oder der Informant, das ist viel schwerer zu durchschauen. Ja. Das ist, ja genau, weil also es, wahrscheinlich haben Sie dann vorher so auch ein Gefühl dafür gehabt in der ehemaligen DDR, wer ist Freund und wer ist Feind. Heute ist es halt durch die technischen Möglichkeiten so, dass jeder anonym Dinge raushauen kann und Menschen damit in Situationen bringt, die einfach gefährlich sind.
Also es ist ja inzwischen schon Usus, dass es Gruppen gibt, die ihre, die Leute, die sie als Feindbild auserkoren haben, genau beobachten und dann an die Arbeitgeber schreiben, wissen Sie, wen Sie da beschäftigen? Oder an die Banken schreiben, wissen Sie eigentlich, wem Sie da ein Konto zur Verfügung stellen? Und dann kommen die Kontokündigungen, dann kommen die Kündigungen auf der Arbeitsstelle. Und man weiß nicht, woher das kommt. In der DDR wusste man, also als ich Berufsverbot gekriegt habe in der DDR, da wusste ich, wer das verhängt. Ja, und konnte mich entsprechend verhalten, aber gegen solche anonymen Briefe an die Bank, wissen Sie, wem Sie Ihr Konto zur Verfügung stellen? Und wenn das Konto dann gekündigt wird, kann die Bank sagen, naja, wir brauchen da keinen Grund anzugeben. Und jeder, der das schon mal mitgemacht hat, weiß, wie schwierig das ist, sich in einem, also seine, ein neues Konto einzurichten und bis das alles wieder so läuft, dass man keine Arbeit mehr damit hat, ja. Das sind ganz perfide Techniken, die da entwickelt worden sind. Es zermürbt ja auch. Es sind ja alles echt Zermürbungsstrategien. Und ja, was Sie auch gerade so schön geschildert haben, es war ja wenigstens wir gegen die da oben. Hm. Und jetzt ist es ja wirklich jeder gegen jeden. Ja. Es sind deine Kollegen, die dich melden. Es sind irgendwie Arbeitskollegen in den Medien, die sich zusammentun und Kampagnen gegen dich fahren. Hm. Da habe ich auf meinem YouTube-Kanal auch schon drüber berichtet. Dann ist es irgendwie die Konkurrenz und die schließen sich zusammen gegen den Comedian, der erfolgreicher ist. Und jetzt wird der mal richtig fertig gemacht. Hm. Und zwar mit wirklich teilweise 1:1 Stasi-Methoden. Ja, ja. Und das, finde ich, ist noch viel schlimmer, weil es ist einfach, ja, die Politik da oben wie hier unten, das gibt ja wenigstens noch ein Gemeinschaftsgefühl. Und wie ich gerade schon sagte, man nimmt die dann eh nicht so ernst. Man weiß ja, wer die sind. Aber das ist wirklich perfide, das stimmt. Wobei, ich möchte sagen, dass zu den DDR-Zeiten die Spaltung auch durch die gesamte Gesellschaft ging. Also gerade hier, was das Thema Staatssicherheit, informelle Mitarbeiter hießen die wohl, angeht, das soll, so war meine Zahl, 200.000 informelle Mitarbeiter in der DDR gegeben haben, bei damals 16,8 Millionen Einwohnern. Dazu die Leute, die bei der Polizei und bei der Armee gearbeitet haben, die als Zivildienstleistende. Also es war ein sehr erklecklicher Teil der DDR-Bevölkerung, hat auch vom System sozusagen gelebt, wie so Beamte. Ja. Und man wusste damals auch nicht im Betrieb, wer wen da verzinkt. Also, ja. Aber die Gruppen, die heute andere oder ihre Feinde oder angeblichen Feinde beobachten und so tätig werden, die werden ja auch finanziert. Aus dem Programm Demokratie oder wie Demokratie leben oder so. Eine Democracy Now ist eins zum Beispiel. Ja, da gibt es zahllose. Also ich finde auch, dass dieses Trauma nie gewürdigt wurde der Menschen aus dem Osten. Also wirklich dieses Trauma des Verrates, dass das nie anerkannt und aufgearbeitet wurde. Ich meine, Sie kennen das. Da hat irgendwie der eigene Ehemann die Ehefrau bespitzelt. Man konnte noch nicht mal in der eigenen Familie sicher sein. Und das, ich glaube, es gehört wirklich auch dazu, anzuerkennen, was da passiert ist mit den Menschen und was das auch mit denen macht. Und als Dankeschön werden die jetzt noch alle in einen Topf geworfen und irgendwie als Querulanten, als ungeimpfte Schwurbler, was auch immer, auch noch betitelt, nachdem sie das auch schon alles durch hatten. Und ich glaube, was man nicht, es wird halt transferiert, ne? Was man nicht transformiert, transferiert sich immer weiter in die nächste Generation. Und dieses Unwohlgefühl, das bleibt aber. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kommst du hier zur ganzen Sendung und dort zum Hauptkanal. Ich freue mich auf dich.